Hallo, herzlich willkommen zurück hier zu Dragon's Dogma. Wir sind noch in der Höhle, nachdem wir die Echsen erschlagen haben und müssen jetzt zurück dem Poll Bescheid geben, dass da unten Echsen hausten und dass die jetzt aber alle weg sind. Und wir nehmen da wieder den Weg zurück in die Höhle und nicht außenrum übers Lager, weil ich da noch... Ach, warte mal, ich sollte doch noch... Bin vergiftet. Sollte vielleicht noch was gegen das Gift nehmen. Ups, wo ist da? Na? Wo ist denn da? Mithridatium. Und wie ihr seht, ist mein Inventar völlig voll. Ich bin völlig überladen. Das heißt, wir geben jetzt einfach mal so ein paar vielleicht schwerere Sachen an Yeti weiter. Weil wenn du zu schwer bist, hast du einfach das Problem, dass du dich auch weniger gut bewegen kannst. Und das Lustige ist, das merkt man wirklich schon beim Führen der Figur. Ah ja, wir haben ja auch. Was ist denn das hier? Harnisch aus Eisenplatten. Das ist nichts für mich. Ich kann es nicht anziehen. Wer könnte es denn anziehen? Die Kriegerinnen. Okay, gut. Damit können wir also erstmal nichts anfangen. So, jetzt geht es auch schon wieder ein bisschen leichter. Da waren wir schon drin. Hüpf mal. Schnell zurück. Ja, wenn wir es jetzt wieder finden. Da ging es hoch. Ich glaube, da war auch irgendwo noch Metalle. Die schürfen wir auch kurz. Dann sagen wir Poll Bescheid. Dann denke ich, rasten wir mal eine Runde. Dass wir wieder ein bisschen hier zu Kräften kommen. Und. Yeti ist durchtränkt worden. Genau, rasten ein bisschen und dann beschäftigen wir uns mal mit dem Lager. Es muss leider sein. Weil wir können eine ganze Menge Zeug können wir ins Lager packen. Und dann gehen wir zu Mercedes. So hieß sie doch, ne? Und bringen endlich diesen blöden Hydra-Kopf weg. Genau, der muss nämlich nach Grand Sorin in die größte Stadt von Grancis. Und das müssen wir dann dort dem Herzog zeigen, damit wir Reputation bekommen. Ja, und wenn wir da unterwegs sind, da werden uns dann wieder die einen oder anderen Ungemächer. Oh, es ist Nacht geworden. Hey Paul, schau. Ich hab sie fertig gemacht. Hey. Hey Paul. You've slain the monsters of the well, have you? Ja, haben wir Truly, getan. you are a wonder, cousin. Naja, du übertreibst, Paul, aber trotzdem, vielen Dank. Now I think upon it, 'twas my hiding in the well what brought the danger to light. I take no credit, mind. Ah ja, jetzt guck mal an, aus einer Niederlage einen Sieg zu machen, das ist die richtige Einstellung, weil Paul, wenn er sagt, wenn er wirklich drüber nachdenkt, hat er ja aus Angst, die Angst, die ihn dazu gebracht hat, sich in den Brunnen zu verstecken, hat letztlich dazu geführt, dass er eine große Bedrohung fürs Dorf entdeckt hat. I simply feared I'd be blamed for releasing monsters upon the village for having opened up the well. Tis a Ach relief nee. in all you're doing, cuz. Here, I owe you at least this much for all you've done. Gut, I hat shall uns was strive to gegeben. learn from your example. Commit myself to becoming a soldier. Und da haben wir wieder EPs gekriegt. EPs, EPs, egal. Jedenfalls Punkte. Punkte ist immer gut. So, unser Befinden ist Business is gut, better of late, Pablo. I dare say with you. Jetzt Course you erzählt er never, uns, was er uns but schon mal even if, erzählt what hat. can I do you for? Und jetzt wollen wir das Lager ein As bisschen you will. verwalten. Und wir wollen einlagern. Mal gucken, was brauchen wir denn nicht? Drachengeifer brauche ich nicht. Kienspan brauche ich nicht. Brauchen wir jedenfalls nicht mitnehmen. Steine eigentlich schon überhaupt nicht. So, das Zeug kann man alles ins Lager tun. Warum? Weil wenn man nachher einkauft und es eventuell für Verbesserungen benötigt, wird es automatisch aus dem Lager nachgeliefert. Das heißt, man muss das nicht ständig mit sich rumschleifen. Deswegen haue ich hier jetzt einfach mal alles ins Lager. Ja, oh Gott, Stückwerkharnisch. Können wir eigentlich nicht gebrauchen. As you will. What can I do you for? Und wir wollen You seem tired, ausruhen, cousin. bis zum Come Morgen rest, bleiben, so be it. genau.
So, jetzt werden wir wieder ein Schläfchen machen. Jetzt geht's wieder los, auf dem Server zuzugreifen. Und wenn noch irgendjemand meinen Ex-Charakter geliehen hat. Nein, okay. Also ich glaube, das sind jetzt die, das waren das letzte Mal die letzten, die geliehen haben. Oh, das ist ein schöner Satz. Das waren die letzten Mal, beim letzten Mal die letzten, die es geliehen haben. Also ich denke, da haben wir jetzt nicht mehr irgendwelche Rückkehrer zu erwarten. Und so voll wie Yeti mit Wissen ist, denke ich, kann man da sowieso nicht viel liefern. Vielleicht mal zu dem Spiel grundsätzlich. Eigentlich ist es so ein bisschen dreiteilig. Also wir haben jetzt erstmal diesen Teil, den wir gerade spielen, bis wir dazu kommen, gegen den Drachen zu kämpfen. Und dann denkt man im ersten Augenblick, es ist der Endboss. Aber wenn man den Drachen dann geschafft hat, dann geht das Spiel in einen zweiten Teil, wo die ganze Welt plötzlich dunkel und verrot ist und nochmal ganz, ganz andere, viel üblere Monster als die, die wir bis dahin schon kennengelernt haben werden, auftauchen. Gegen die muss man dann kämpfen. Und also wirklich nochmal so ein vollwertiger zweiter Teil, der dann irgendwann zu Ende geht. Genau, und wenn man das richtige Ende gefunden hat, dann kann man wieder von vorne anfangen zu spielen. Da spielt man das nochmal durch. Und sämtliche Erfolge kann man eigentlich erst, wenn man es zum zweiten Mal erfolgreich durchgespielt hat, einheimsen. Also ich war jedenfalls sehr überrascht, als wir den Drachen erschlagen hatten, dass die Geschichte weitergeht und zwar so brutal gut weitergeht, mit so vielen neuen spannenden Kämpfen und echt schweren Gegnern. Es war beeindruckend. Also die haben allein vier verschiedene Drachenarten hier. Zu den Drachen lässt sich auch sagen, kleine Spezialität hier. Es gibt einen, den sogenannten Urdrachen. Das ist einer, der hat enorm viele Leben, unfassbar viele Leben. Und den kann man online bekämpfen. Das heißt, alle Spieler der ganzen Welt bekämpfen einen und denselben Urdrachen. Und da kannst du kloppen, immer, glaube ich, 8 Minuten, 7 oder 8 Minuten, da kannst du kloppen ohne Ende. Der verliert wirklich so gut wie überhaupt gar kein Leben. Und da kriegt man große, große, große Belohnungen vom Programm. Und derjenige, der es dann wirklich schafft, als letzter diesen Online-Drachen umzulegen, der kriegt dann die Everfalls-Rüstung, die Grabenbruch-Rüstung. Und was habe ich mich da schon gegen diesen Urdrachen zu Tode gekloppt? Weil der ist wirklich ziemlich herb. Und der droppt auch Sachen während des Kampfes, die man nirgends anders kriegt. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir verbessern können. Das muss schon sein. Das ist schön, dass du noch eine Weile da bleibst. So, wir wollen mal verbessern. Den Halsabschneider tun wir jetzt verbessern. Da geht die Stärke von 72 auf 84 hoch. Den Kurzbogen, den verbessern wir auch. Guck mal, Stärke 40, 50. Ups. Oh, wir können ihn gar nicht verbessern. Uns fehlt schon wieder ein Reißzahn. Egal. Dann machen wir den Dolch besser. Kupfererz haben wir ja. Und das wird jetzt aus dem. Ich habe es ja nicht im Inventory, aber es wird aus dem Gepäck nachgeliefert. So. Yeti. Verbessern wir jetzt das schäbige Gewand? Oder kaufen wir was Neues? Komm, wir gucken mal, was wir hier kaufen können zum Anziehen, weil ich habe beim Kämpfen gesehen, dass die Arme wirklich gleich umgefallen ist. Das ist Hütchen, dieses komische. Ellenbogenschutz. Gelernt, nur wie, das kann sie gar nicht anziehen. Die Verbesserungen sind nicht so riesig, ne? Now, let us talk of Beziehungsweise business. die verbessern wir lieber. Wir verbessern Yeti. So. Ja, Now, let Mensch. us talk of business. Ich bin vielleicht verpeilt heute. Also, komm, Tunika verstärken. Genau, ist die Abwehr schon ein bisschen besser. Den Totenschädelgürtel. Leute, das bin ja ich. Also, echt. Schäbiges Gewand. Hat sie dann auch gleich einen Widerstand gegen vergiftet? 16% gegen vergiftet.
Irgendwie sollte ich diese Tunika, dieses schäbige Gewand tragen, glaube ich. So, gegen Schlaf ist dann auch geschützt. So, dann hat sie hier so ein bisschen mehr ab. Oh, das Gelehrtenarmband. Geht die Abwehr auch nach oben? Also das ist immer so die Frage, kauft man neu oder verbessert man lieber? Baumwollhose. Lederschuhwerk. Ja, komm. Ja, wir Zeugs genug und finden ja sicherlich auch wieder. Das verbessern wir auch. Kohle haben wir ja auch. Und komm, Lederschuhwerk noch mal ein bisschen. So. Ich auch noch was? Plebejische Hosen. Ich kaufe erstmal nichts Neues. Wir rennen einfach so ein bisschen hier. Mit Lumpen durch die Gegend, jawohl. Soll uns erstmal reichen. Bis wir dann Holzspangen. Guck mal, kann man auch machen. Kann man auch verbessern. Also ich denke, wir belumpen uns jetzt einfach noch so ein bisschen. Weil in der Hauptstadt kriegen wir sowieso deutlich bessere Geschichten als hier bei dem Händler. Der hat im Augenblick noch nicht so viel spannende Sachen. Den Totenschädelgürtel, Schlangenhaut. Da, guck mal, 6% gegen vergiftet. Das ist nicht schlecht. Also, das hätte ich wirklich vorhin haben sollen. Ach, dazu braucht man Totenschädel. Schau mal einer an. Na gut, ist auch der Totenschädelgürtel. Oh, 1% gegen Feuer. Ihr Lieben, wenn euch das zu langweilig ist, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Also, dann werde ich das einfach... Das reicht uns jetzt erstmal. Dann werde ich diese Verbesserungen, dieser Einkauf und diese Geschichten, werde ich einfach euch nicht zeigen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es ein bisschen langweilig ist. So, jetzt gucke ich mal, was ich kaufen kann. Fertigkeiten erlernen. Na, guck mal, wir haben ja schon wieder ein bisschen... Disziplinpunkte, nehmen wir einmal den Helmsplitterer und die volle Dehnung für den Bogen, Kernfähigkeiten, schnelles Lösen, Gewandtheit, Anhöhen können schneller erklommen werden. Entschuldigt, ich muss kurz husten. So, da bin ich wieder. Ich glaube, wir nehmen mal die Gewandtheit. So. Was haben wir hier bei Heti? Gunst des Donners, heilige Kunst, dunkle Kunst. Blitzregen. Komm, wir nehmen mal das Eis. Kamin des Grauens. Eine erweiterte Form von Kamin greift den Gegner mit weiteren gefährlichen Geschossen an. Nehmen wir. Levitation, eine Kernfähigkeit. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit reduziert die Erdanziehung und ermöglicht eine weiche Landung. Mach mal. So, Kernfähigkeit, Gleichmut, erhöht die Magie an der Schwelle zum Tod. Verringert den angesammelten Schaden, wenn der Anwender durch die 5 Erzmagien geschwächt wurde. Komm, wir nehmen den Gleichmut. Yeti ist ein paar Mal gefallen. Ja, wir wollen die festgelegten Fähigkeiten ändern. So, dann kriegt sie jetzt als Sekundär das Eis. Kamin des Grauens hat sich automatisch verbessert. Und hier kriegt sie den Gleichmut. Ich nehme hier jetzt den Helmsplitterer. Dolch haben wir, glaube ich, nichts. Ne? Da nehmen wir doch die volle Dehnung. Und als Fähigkeit nehmen wir die Gewandtheit. Und dann sprechen wir kurz mit Mercedes. Nö, ausruhen müssen wir nicht, haben wir gerade.
Sprechen wir doch kurz mit Mercedes. Findet man da noch irgendwas? Nee, warte mal, ich wollte kurz gucken. Da steht dieser Herr. Bei dem kann man einkaufen, allerdings nur gegen Riftsteine. Jonathan, Sammler seltsamer Gegenstände. Und der hat Zeug, was kein anderer hat. Unter anderem Tränke. Unter anderem Tränke. Hier, Elixiere. Mit denen man die Eigenschaften seines Vasallen ändern kann. Und gierig nehmen wir auch mal mit. Dann sammeln sie. Das Neutralisierende hat er noch nicht dabei. Das kommt erst später. Genau, da kann man nämlich gucken, dass man die Wesensart seines Vasallen ändert. Ja, manche Händler akzeptieren nur Riftkristalle, aber da haben wir ja nun wirklich haufenweise. So, jetzt aber Mercedes. Damit wir endlich nach Grand Soren kommen, Mercedes. I cannot say what the pass may hold. You'll need your strength. Ja, klar. Wir müssen über den Pass. Wir werden mit einem Fuhrwerk unterwegs sein und ja, wir werden keine Mühe haben, zu ihnen aufzuschließen. Achso, die geht vor. Okay. Okay, dann müssen wir jetzt zur Wegeburg, um dort Mercedes, den mittlerweile wahrscheinlich grandios stinkenden, endlos stinkenden Hydrakopf. Ups. Und das Fuhrwerk zu treffen. Poison Sky hat schon wieder was gefunden. Und ich denke, auf den Weg machen wir uns dann das nächste Mal. Wie gesagt, ich habe es euch ja schon erzählt, wir müssen alles laufen. Und da müsst ihr mich halt auf dieser Reise begleiten, weil es einfach nicht schneller geht. So, ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.